dass wir in der Lage sind, dass wir die eigene Gesundheit in die Hand nehmen dürfen. Das kann nicht jeder. Wir sind begütert quasi, wir können es und wir sollten es nutzen und tun und uns nicht fremdbestimmen lassen. Das wäre so schade, weil das Wissen ist ein großes Wissen, aber wir brauchen nicht alles zu wissen. Wenige Dinge, aber die fundiert, grundiert, ausführlich, dann können wir ganz viel machen mit den Heilpflanzen, auch mit anderen naturheilkundlichen Angeboten, die es gibt. Gesundheit in die eigene Hand nehmen, eigenverantwortlich leben, ist für mich etwas ganz Wesentliches. Und das, was in mir ist, das habe ich zu geben. Und davon habe ich reichlich. Man muss nur wissen, welcher Weg ist der meine. Und das ist es auch in Heilpflanzen. Da gibt es ja so viele unterschiedliche Wege. Und wenn ich zu meinem Weg komme, also da, wo mein Herz schlägt, dann bin ich mittendrin und da bin ich gut. Jeder hat gestöhnt über Wirkstoffe, aber wenn man die Wirkstoffe einmal anschaut, als Geschenk von den Pflanzen, als Gaben, die die mitbringen, so wie ich eine Gabe bekommen habe und sie und wir alle, so hat die Pflanze eben auch. Und eine ihrer Geschenke sind zum Beispiel Farbstoffe. Es wirkt die Zuwendung, damit fängt schon an. Die Mama, die Oma, der Papa, wer auch immer, kommt zu mir und macht etwas, langt mich an. Heute langen wir uns ja oft gar nicht mehr so an wie früher. Langt mich an, dann wird Wärme oder Kälte, also die thermischen Eigenschaften, wirken. Dann wird das Wasser als solches, Wasser hat eine große Wirkung, auch bei Waschungen zum Beispiel. Dann ob heiß oder kalt, spielt natürlich auch eine Rolle. Und dann wird natürlich der Pflanzenzusatz. Man muss sein Herz einmal öffnen und auch das Ungewöhnliche annehmen. Ne? Was will ich mit Blümchen machen und wie will ich? Ich habe ja nicht den reichen Mann im Hintergrund, der sagt, verwirkliche dich mal selbst, sondern ich musste auch verstehen damit. Und dass es dann so gut geht. Und ich erzähle meine Geschichte gern auch den Teilnehmern, weil die immer, das ist jetzt der berühmte Sockel, mich gern, ja, die Ursel, die hat es geschafft, die ist toll und die kann dies und Fernsehen und Radio und Bücher und alles. Und ich habe es gemacht mit ohne Geld.